Jahre zusammen? Ja, ich lebe noch. Ich habe tatsächlich letzte Woche ausnahmsweise mal kein Video vorbereitet, weil so kurz vor der Leipziger Buchmesse war einfach irgendwie die Hölle los und ich kam absolut nicht dazu. Hatte auch irgendwie gar nicht den Kopf, mir Gedanken zu machen, was ich denn noch machen will. Und deswegen gab es jetzt halt mal eine Woche Pause. Muss auch mal sein. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich extrem geschminkt bin. Ich gehe gleich auf ein Shooting. Ja, ich meine, ich hatte ja nicht genug. Letztes Wochenende 3 Tage Full Cosplay. Deswegen mache ich das jetzt gleich nochmal. Das war aber schon lange geplant. Deswegen, ja, ich hoffe jetzt nur, dass das Wetter noch mitspielt. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mal heute mit meinem Leipziger Buchmesse-Messeerlebnis. Ich habe ehrlich gesagt absolut null gevloggt. Ich hatte es mir unter Umständen vorgenommen, ich hatte die Kamera eingepackt. Ich habe sie das ganze Wochenende nicht einmal ausgepackt. Das Wochenende ging auch irgendwie vorbei wie im Flug. Es war der Wahnsinn. Ich fange am besten mal direkt von vorne an. Und wir sind ja schon donnerstags angereist, machen wir immer nach Leipzig, weil wir fahren ja immerhin 5 Stunden hier von Süddeutschland. Und sind dann aber nicht auf die Messe. Manchmal haben wir das schon gemacht. In Zukunft mache ich das, glaube ich, wieder. Wobei ich habe Gerüchte gehört, dass es donnerstags extrem voll war für einen Donnerstag. Insofern war es vielleicht gut, dass wir nicht da waren. Wir sind halt noch ein bisschen in die Innenstadt, haben abends dann alle Freunde getroffen, wie sie dann ankamen und waren dann noch essen gemütlich. Und das war es auch für den Donnerstag. Das war ein sehr entspannter Start. Ja, Freitag ging es dann los schon mit erste Cosplay-Runde. Wir hatten Freitag und Samstag ja unsere Slots auch beim DTV-Verlag, wo wir quasi für Fotos zur Verfügung stehen und ja, einfach mit den Leuten ein bisschen interagieren. Und da hatten wir dann ebenfalls, naja, wir hatten ehrlich gesagt nicht nur Crescent City an, weil Crescent City 3, falls wer nicht weiß, gab es ja den Release jetzt im März und deswegen haben wir ja die Kooperation mit dem DTV-Verlag gestartet mit Videoserie und Bastelanleitungen etc. und Cosplays natürlich noch dazu. Und da hatte ich am Freitag Bryce Quinlan an. Ich suche mal ein Bild raus. ja, nicht mein comfortable Character. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag sie als Charakter gar nicht. Sie allerdings zu cosplayen war irgendwie sehr spaßig. Wie ihr aber seht, das Kleid war sehr, sehr eng. Von hier bis da, bis zu den Knien. Ich konnte nicht sitzen. Ich stand den ganzen Tag. Ich habe es dann auch abends gemerkt, meine Füße waren der pure Horror. Ich bin ganz froh, dass ich mir noch einen Tag vorher Ballerinas gekauft habe, weil ich konnte absolut... Ich hatte mir nämlich eigentlich extra für sie so mega tolle goldene High Heels gekauft. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber okay, ja, zum Glück habe ich mir noch die Ballerinas geholt. Man hat die Schuhe effektiv eh nicht gesehen. Also ja, ich hatte Bryce an, meine 2 anderen Freundinnen hatten jeweils, also Bryce aus Crescent City und meine anderen 2 Freundinnen hatten Nesta und Feyre Archeron aus A Court of Thorns and Roses, beziehungsweise Reich der 7 Höfe, an, ebenfalls mega Glitzerkleider. Ich suche mal ein Bild, wenn ich keins finde, verzeiht mir, es ist irgendwie noch so kurz danach und wir haben da irgendwie, ist noch so richtiges Bildchaos und wir haben auch noch nicht super viel so gute Bilder von Fotografen, wir kamen auch gar nicht großartig viel dazu. Ja, wir sind auf die Messe gegangen, hatten eigentlich uns überlegt, irgendwie den Programmpunkt starke Protagonistinnen in der Fantasy anzugucken. Da wir aber sehr motiviert waren aufgrund der Fülle, also nicht so uns durch die Menge zu quetschen, vor allem mit den Kleidern und etc., dachten wir uns, ja, weißt du was, nee, lass noch ein bisschen chillen. Wir haben ich weiß gerade gar nicht, wann das, um 16 Uhr hatten wir unseren Slot dann bei DTV. Der kam verdammt schnell und wir sind dann auch sehr viel früher losgelaufen, damit wir pünktlich da sind. Also wir haben wirklich nichts von der Messe gesehen. Wir sind in der Glashalle gewesen, haben ein paar Bilder gemacht, haben Freunde getroffen, was man halt so freitags macht, wenn man den ersten Tag da ist. Und ja, dann sind wir zum DTV-Verlag und wurden da mehr oder weniger in die Ecke gestellt zu den Büchern von Sarah J. Maas. Da gab es eine ganze Wand und es war richtig cool. Also es war ja dann anschließend auch so der Blogger
Cocktailabend, Cocktailabend in Anführungszeichen, es gab halt so vorgemixte Cocktails in Flaschen. Und ja, wir standen erstmal da, haben dann diverse Leute angequatscht, wurden auch angequatscht und ja, es war sehr cool. Wir haben dann auch stellenweise echt Bücher verkauft, weil wenn dann Leute halt natürlich an das Regal wollen, haben wir die halt per von der Seite angeredet, so von wegen, kauf das Buch oder das Buch ist cool und bla. Und man kam halt so ein bisschen ins Sprechen. Also wir haben halt über die Bücher gesprochen, dann auch über die Cosplays, weil viele halt immer so, oh cool, habt ihr das selber gemacht? Und ja, das war so unsere, wir standen da, glaube ich, dann auch wirklich über 2 Stunden, beziehungsweise ein bisschen kürzer, und dann haben sie irgendwann gemeint, hey, übrigens, das Bloggertreffen hat ja schon angefangen, falls ihr noch dazukommen wollt. Sie haben sich auf jeden Fall ganz rührend um uns gekümmert, Getränke gekriegt, Süßigkeiten gekriegt. Und ja, dann sind wir beim Bloggertreffen gewesen. Und meine lieben Blogger, ich habe mir meine Freundinnen schon vorgewarnt, die sind nicht so wirklich Blogger. Ich war nur einmal auf einem Bloggertreffen oder zweimal. Und ich weiß, dass die meisten sehr introvertiert sind. Bin ich auch. Es war so ein bisschen schwierig am Anfang, das Eis zu brechen, aber wir haben uns dann einfach irgendwie, wir haben gesagt, okay, wir laufen jetzt einmal den Stand durch. Wir haben uns einfach neben jede Gruppe sehr penetrant gestellt, solange bis die uns anquatschen oder wir uns irgendwie ins Gespräch mit einwerfen konnten. Und ja, dann hat das super funktioniert und es hat mega Spaß gemacht. Wir haben mit sehr vielen gesprochen und es war wirklich richtig, richtig cool. Ja, und dann war es auch super spät und wir sind gegangen. Weil, ja, der Tag war rum. Ich weiß nicht, wo der Freitag hin ist. Es war irgendwie so ein Puff. Und ja, so ging es auch ungefähr Samstag weiter. Samstag war so ein bisschen katastrophal von der Anreise her. Weil, also wieder Crescent City, diesmal halt unsere 3 Hauptcharaktere, Bryce, Rune und Hunt. Und ja, die Anreise war wirklich schwierig. Es gab einen Unfall direkt vor uns und da wir ein Hotel direkt an der Autobahn haben, brauchen wir effektiv eigentlich nur 15 Minuten dahin. Wir haben sage und schreibe, ich glaube, 1:40 gebraucht, bis wir bei der Messe waren. Unser ursprünglicher Plan war wirklich, um 10 da drin zu sein, dass wir gemütlich eine Runde drehen können und uns alles anschauen. Ja, wir waren um 11:45 Uhr auf der Messe. Ihr merkt schon, sie war voll. Voll, voll, voll. Weil als wir dann ankamen, ich hatte ja auch einen Presseparkplatz, wurde uns auch gesagt, hey, übrigens, Presseparkplatz ist voll, ihr müsst bei den normalen Besuchern parken. Das war eine pure Katastrophe, das hat ewig gedauert. Ich glaube, wir standen alleine eine halbe Stunde nur, um uns in den Parkplatz einweisen zu lassen. Und ich weiß nicht, was mit der LBM passiert ist, aber sie ist voller geworden. Es ist richtig, richtig, richtig extrem geworden. Und ja, dann kamen wir halt, wie gesagt, sauspät an und konnten wieder mal nicht unsere Runden drehen, weil es unglaublich voll war. Und wir gesagt haben, okay, die nächsten 3 Stunden, weil wir hatten ja dann auch wieder einen Slot bei DTV, wollen wir wirklich gerade mal nur chillen, weil uns das so angestrengt hat, auch mit den Autofahren. Ja, das war so ein schlechter Start in den Samstag. Aber dann, ja, haben wir ein bisschen Bilder gemacht, mit Freunden abgehangen, Runden gedreht, kleinere, zumindest in der Glashalle, und sind dann auch weiter zum DTV. Was kann ich jetzt festhalten? Also ich komme gleich nochmal auf die 2. Schicht, die wir dann am Samstag hatten. Wir standen dann da, wurden dann ein bisschen anders platziert, also vor so einem Tisch, was sehr ungeschickt war. Sie hatten erstmal so einen Stehtisch aufgebaut und dann haben wir gedacht, oh ja, da bauen sie da jetzt die Bücher auf von ihr und wir stellen uns daneben. Super Sache. Ja, nee, also wir standen dann effektiv vor so einem Verkaufstisch rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich habe irgendwann gesagt, so nach einer halben Stunde, über einer halben Stunde, ich gesagt, wir stehen hier echt nicht gut. Lass wieder einfach an die Ecke gehen. Zwar sind wir da ein bisschen außerhalb vom Stand, aber irgendwie stehen wir da absolut dämlich. Erstens verdecken wir den halben Stand mit den Riesenflügeln. Ich meine, ja, es ist ein bisschen eingeschränkt, wo wir stehen können. Im Stand ist blöd, aber so an der Ecke ging dann wunderbar. Meine Freundin hat sich dann auch noch hingesetzt. Das hatte dann so ein bisschen eine dauerhafte Wirkung. Und dann kamen die Leute auch eher her. Plus, wir standen wieder an der Ecke zu dem Regal von Sarah Chambers und konnten auch die Leute per App anquatschen, wenn die da nach Büchern geguckt haben. Und ja, Glitzerkleider funktionieren deutlich besser als Emo-Boys. Das haben wir festgestellt, so viel zum Fazit, was ich gerade meinte, mit kann ich festhalten. Ja, die erste halbe Stunde war so ein bisschen
holprig. Also das war irgendwie, wir standen sehr viel rum, die Leute wussten nicht, gehören wir jetzt dazu, stehen wir da nur rum. Und das war nämlich, glaube ich, so das Hauptthema, warum das nachher an der Seite besser funktioniert hat, wo sich eine Freundin hingesetzt hat, die andere stand halt da mit ihren Flügeln und dann ja, wurden wir auch öfter gefragt, ob wir ein Bild machen können und haben auch, wie gesagt, so ein bisschen interagiert mit denen hinter uns, was sehr viel schöner war, bloß wir haben nicht den halben Stand verdeckt. Ja, also es fing ein bisschen holpriger an Samstag, aber wurde dann auch sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber nochmal, natürlich wirken Ballkleider immer einladender. Da holst du natürlich auch die Omis ran und nicht nur die Leute, die es dann erkennen. Das war halt so ein bisschen klar, wenn ich einfach nur Jeans und T-Shirt voll tätowiert und Fake-Piercing drin habe. Ja, weiß ich nicht. Sind vielleicht viele nicht so von angetan. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann nach 2 Stunden haben sie auch gemeint, hey, ihr könnt auch gerne dann Feierabend machen. Und dann haben wir auch so gesagt, okay, ja, so standen da noch ein bisschen, aber Freunde gewartet, ich glaube fast 1/2 Stunde. Also waren wir effektiv 2,5 Stunden noch da, also kurz bis kurz vor Schluss zur Messe. Und dann haben sie auch noch gemeint, hey, ihr dürft gerne auch noch 2 Bücher mitnehmen vom Stand. Lass ich mich nicht lumpen. Sache ist die, dass ich irgendwie jetzt nicht super viel gefunden habe, was mich jetzt so interessiert hat. Fourth Wing ist ja nicht meins, das lag da auch rum zu Genüge. Sarah Chambers habe ich fast alle, aber ich dachte mir bei einem, okay, da hast du nur die englische Ausgabe, aber von den ersten 3 die deutschen. Und dann habe ich Silbernes Feuer quasi mitgenommen, das ist A Court of Silver Flames, dass es im Regal schöner aussieht, zumal ich das Englische eh nicht so schön finde. Ich hol's mal kurz. Das ist dieses hier. Also ich mag die Deutschen halt unglaublich gern, weil ich mochte irgendwie dieses durchsichtige Cover. Und ich habe, wie gesagt, die ersten 3 auch in Deutsch, deswegen passt das irgendwie besser jetzt im Regal. Jetzt sieht mein Sarah J. Maas Regal auch nicht mehr ganz so zusammengewürfelt aus. Danke, DTV. Und dann habe ich noch ein Buch, das war das letzte, das noch da lag. Das ist, glaube ich, das habe ich jetzt schon sehr viel gesehen und ich habe mir auch schon mal die Inhaltsangabe durchgelesen. Hab's aber schon wieder vergessen, um was es geht. Es ist aber, glaube ich, so eher YA Sci-Fi, aber es war das letzte, was noch da ist, und zwar Starbringer von Tracy Wolf. Ja, wird gerade schwer gehypt, ist irgendwie überall zu haben, ist, wie gesagt, ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Ich weiß nicht, ob ich es lese, wann ich es lese, aber dass das letzte war und noch am interessantesten klang, neben dem deutschen Grundgesetz. Nee, da lag noch, das war eine super Bücheraufteilung. Der Büchertisch bestand aus Fourth Wing, Crescent City und direkt daneben lag dann das BGB. Ja, ich meine, man braucht ja auch mal zwischendurch wirklich solide, gute deutsche Lektüre. Ganz klar. Ja, also die 2 Bücher habe ich geschenkt bekommen. Super nett. Vielen lieben Dank. Ich habe viel zu viele Bücher in letzter Zeit geschenkt bekommen. So langsam ist es bei meinem Regal ein bisschen problematisch. Und ja, ich habe immer noch Reste von Runen. Diese Tattoos halten einfach viel, viel, viel zu krass. Ja, das war der Samstagabend. Leider Gottes, wir wollten eigentlich noch so, so gern, weil wir hatten ja ein Shooting und hatten irgendwie nicht mehr so ein richtiges Nachtshooting, was wir eigentlich wollten, ein Skyline-Shooting. Haben wir gedacht, okay, Frankfurter Buchmesse abends ist immer so schön beleuchtet und meistens lassen sie so ein bisschen Puffer, bis man rausgeht. Leider Gottes war es nicht richtig dunkel, wo die uns dann rausgeschmissen haben, weil wegen Bauarbeiten, weil eine Treppe zusammengebrochen ist in der Glashalle. Spitzmäßig. Naja, kann nach ein paar Jahren mal passieren. Aber insofern kamen wir auch nicht mehr zu unserem dunklen Nachtshooting und sind dann, ja, weitergezogen ins Hotel. Da haben wir aber noch nicht Schluss gemacht, sondern sind noch an die Hotelbar. Eigentlich wollten wir da noch 1-2 Bilder machen dann, weil es einfach gepasst hätte zu Crescent City. Haben es aber dann gelassen, saßen da trotzdem im Cosplay und haben noch, ja, kurz einen Cocktail getrunken, KFC gegessen, was ich nie wieder machen werde. Es war furchtbar widerlich. Das war mein erstes und letztes Mal, dass wir bei KFC was essen geholt haben. Mir ging es danach auch so ein bisschen nicht so gut. Aber okay. Es war ein anstrengender Tag. Langer Tag und ja, war aber furchtbar schön. Also das klang jetzt gerade so negativ. Nein, es war ein Hammer, Hammer, Hammer Tag. Und dann Sonntag waren wir free. Das ist so ganz, normalerweise machen wir immer sowas in unserer Gruppe, aber Sonntag hat tatsächlich jeder was für sich gemacht.
Und ich konnte endlich wieder mein Warhammer-Kostüm anziehen, mein Disciple of Cain, was ich schon ewig nicht anhatte. Also ich hatte es, glaube ich, zweimal überhaupt nur an für eine Con und einmal für eine Shooting. Und ich wollte es unbedingt auch nochmal anziehen. Leute, lasst euch eins gesagt sein, falls ihr cosplayt. Sonntag eine Rüstung, nach 2 Tagen Power. Vor allem, ich habe ja, ich glaube, einfach nur eine Rüstung aus Foam wäre absolut kein Problem gewesen. Aber ich habe ja bei dem Kostüm vorne eine echte Kette hängen an der Hüfte. Und das Ding wiegt halt 3 Kilo. Und wenn deine Beine von 2 Tagen gehen und stehen dementsprechend schon hinüber sind, dann macht das unglaublich viel Spaß. Ich habe so bei jedem Schritt gedacht, boah, meine Beine sind so schwer. Ich habe so richtig die Oberschenkel gespürt. Ja, war schön. Auf jeden Fall kamen wir Sonntag früh endlich mal, weil wir haben gesagt, okay, wir fahren verdammt früh. Wir sind diesmal früher aufgestanden, weil uns der Samstag so genervt hat. Und sind dann wirklich um 8.50 Uhr losgefahren, da wir als Presse und Aussteller ja früher rein durften. Ich konnte mich ja sowieso nicht vor Ort umziehen. Ich habe mich fertig gemacht und ab ins Pressecenter und habe dann komplett meine Rüstung angelegt, was ja auch ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und ja, dann haben wir da noch mit einem Freund ein paar Fotos gemacht und dann sind wir endlich shoppen gegangen, zumindest durch Halle 1. Wir hatten eine halbe Stunde Puffer und dann war, Leute, die LBM ist so schlimm geworden. Also wir haben gesagt, also sie ist wunderschön und es ist schön, dass sie so viel Besucher bekommt und so viel Anklang und vor allem halt auch, dass die Cosplayer so schön dort immer noch halt angesehen werden, nicht so wie in Frankfurt. Also vor allem, dass die halt so eine schöne Kooperation haben. Ich glaube, 1/3 der Besucher sind auch Cosplayer, in der Tat. Und ja, dann sind wir da ein bisschen durch, wollten eigentlich für eine Freundin ein Geschenk suchen, haben aber irgendwie nichts gefunden in der Artist Alley. Und dann ja, sind wir rüber. Wir hatten auch Sonntag wieder Programm. Wenn ich nochmal eine Buchmesse mache, mache ich nicht jeden Tag Programm, sondern irgendwie auch so, dass ich mal eine Runde selber was suche. Also einfach nur durchlaufen kann und chillen. Und ja, es war ein bisschen wenig Downtime. Und ja, um 13 Uhr hatten wir dann wieder unseren Buch-Cosplay-Talk, den wir auch schon letztes Jahr hatten, mit Mary von dem Wunderzeilen-Verlag. Und ja, es war super cool. Wir hatten diesmal Stehtische, weil wir alle nicht sitzen konnten. Dummerweise haben die uns auch kein Wasser auf die Bühne gebracht und eine Stunde Talk ohne Wasser war irgendwann so in diesem heißen Scheinwerferlicht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf der Bühne war, aber Scheinwerferlicht ist scheiße heiß. War irgendwann dann doch ein bisschen, man saß dann irgendwann so, oder man stand dann so, ich hätte gerne mal einen Schluck Wasser. Und ich habe schon gemerkt, meine Kopfschmerzen werden immer schlimmer. Ja, ist gut. Ein bisschen Dehydrierung an dem Tag. Aber er war mega cool, der Cosplay-Talk. Wir haben im Prinzip ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr gestaltet. Und also wir wussten gar nicht, auf was auf uns zukommt. Letztes Jahr kam Mary ja noch kurz vorher auf uns zu und hat gemeint, hey, ich habe die und die Fragen vorbereitet. Und jetzt war so ein bisschen, ihr macht das schon. Und ja, es waren ja ein bisschen ähnlich, die Fragen, einfach um das ein bisschen bekannter zu machen, das Buch Cosplay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, war so, so schön zu sehen, wie viele Buch-Cosplayer tatsächlich auf der LBM waren. Klar, hauptsächlich aus den Fandoms von Sarah J. Maas und von Holly Black, also Cruel Prince. Aber wir erweitern das ja selber noch. Ich meine, Red Rising steht bei uns immer noch an. Und ja, es ist so schön zu sehen, dass das irgendwie immer mehr und mehr wird, dass sich da ein bisschen mehr Leute rantrauen. Und man kann ja da auch von bis machen. Ich meine, es gibt super easy Sachen wie Crescent City oder eine Lederjacke anziehst, Perücke aufsetzt und tada, du bist Bryce. Aber ja, wie gesagt, und dann kannst du ja auch mega krasse Rüstungen machen. Und ja, es ist wirklich schön, es hat mich so gefreut, so viele Leute da zu sehen, die das wirklich probiert haben. Vor allem als Steigerung auch vom letzten Jahr. Vielleicht konnten wir dann doch ein paar inspirieren. Und ja, das fanden wir alle sehr, sehr, sehr toll. Nach dem Talk um 14 Uhr sind wir dann wirklich nur noch ein bisschen abgehangen mit ein paar Freunden. Und ich war dann auch so, so, so tot. Also ich hatte wirklich kurz eine, ja, ziemliche Down-Phase. Wir waren aber dann auch eher schon auf dem Sprung fast, weil wir fahren ja immer in 5 Stunden nach Hause. Und welcher Idiot hat ausnahmsweise Montag keinen Urlaub genommen? Yep. Mache ich nie wieder. Und wenn ich Homeoffice mache, ich weiß nicht, bei mir war es halt so, mein Chef hatte, glaube ich, gesagt, er ist nicht da und deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme. Aber ja, ja, mache ich nicht mehr. Ich dachte, ich schaffe das, ich werde zu alt für den
Mist, ich brauche Ruhe. An dem Montag war ich echt so, ich hing so dran. Heute kann ich nicht denken. Naja, wir haben das überlebt. Jetzt ist Osterwochenende. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen Entspannungszeit, außer ich gehe natürlich shooten. Das war es zur Leipziger Buchmesse. Es war ein wahnsinnig tolles Wochenende. Es hat so viel Spaß gemacht, auch wenn es einfach nur super, super anstrengend war. Falls wir jemals wieder eine Kooperation machen, ich glaube, wir machen die einen Tag oder so, weil es war irgendwie, denn jeden Tag irgendwo zu sein, es war halt jeden Tag was anderes, war wirklich unglaublich anstrengend. Und was wir halt auch gesagt haben, was ganz cool wäre, wenn wir dann einen Slot haben, so an Zeit, dann hätten wir den vielleicht gerne vormittags, weil gut, Samstag wäre so ein bisschen in die Hose gegangen, aber es ist irgendwie schöner, wenn man weiß, hey, man macht seine Arbeit und danach hat man frei, als wenn man irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen, ja, ich muss gleich, ich muss gleich, ich muss gleich. Man kann sich irgendwie nicht großartig was vornehmen, weil man immer weiß, man hat, das ist wie bei Schichtarbeit. Ich meine, manche werden das kennen. Und ja, aber ansonsten, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war mega toll. Gerne wieder. Wir haben alle davon gelernt, wir haben alle davon profitiert. Und hoffentlich. Also ja, es war wirklich, wirklich, wirklich toll, wie jedes Jahr. Ich sage auch jedes Jahr, das ist die beste LBM überhaupt. Und ja, es war mal wieder eine Steigerung gefühlt. Also es war einfach klasse. So, nochmal abschließend. Es war wirklich eine hammergeile LBM. Ich sage das jedes Jahr, glaube ich. Es hat Spaß gemacht. Es war anstrengend. Für nächstes Jahr möchte ich mir auf jeden Fall wieder mehr Zeit für mich nehmen, dass ich auch mal ein bisschen was rumschauen kann. Ich habe bis auf Halle 3 und 4 effektiv wirklich gar nichts gesehen. Und ja, also 3 war so ein bisschen Wunderzahlenverlag. Waren wir dann kurz an dem Stand und natürlich die Bühne dann nachher. Und Halle 4 war DTV halt hauptsächlich und die Bücherbüchse. Bei der waren wir auch noch kurz Samstagabend und haben dann noch TikToks gedreht. Das war ganz witzig. Und ja, nächstes Jahr definitiv, vielleicht gehe ich donnerstags hin, möchte ich wieder ein bisschen was sehen von der Messe. Sonst habe ich es zumindest immer ein bisschen geschafft, rumzulaufen, aber dieses Mal absolut gar nicht. Es tut mir auch leid, dass ich meines Presseausweises nicht so gerecht wurde in dem Fall. Ja, das möchte ich gerne wieder ändern. Und ja, auf jeden Fall war es schön. Ich bin jetzt aber auch froh, erstmal eine Runde über Ostern zu entspannen, bevor es dann nächste Woche wieder losgeht, wo wir uns dann gedacht haben, ach ja, wenn ihr alle auf die Convention in Bayern geht, gehen wir auch auf die Convention in Bayern. Ja, aber nur einen Tag. Außerdem können wir da ja hinfahren, so morgens und abends zurück. Das geht, ich weiß noch nicht, ob wir uns das wirklich gut überlegt haben, aber wird schon werden, wird schon werden. Ja, jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Ich danke euch vielmals fürs Reinschauen, auch wenn es wie gesagt nur ich am Reden war. Es wird demnächst wieder ein bisschen mehr Buchcontent kommen, unter anderem auch meine TBA und mein Lesemonat, der nicht sehr ergiebig war, wer hätte es gedacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tüdelü!